Ja, herzlich willkommen zum Lehrvideo aus der Reihe Versichererargumente mit der Überschrift Markt der pauschaldotierten Unterstützungskassen. Die Versicherer versuchen auch natürlich den Markt der pauschaldotierten Unterstützungskasse als etwas grundsätzlich Risikoreiches und Gefährliches und etwas, von dem man abraten muss, darzustellen. Das ist eins der wenigen Argumente, mit denen auch mich weitgehend anschließen kann und wo ich verschiedenen Versicherern zumindest, was verschiedene Anbieter anbetrifft, natürlich in großen Teilen recht geben muss. Es gibt gesonderte Videos zu den wichtigsten Fehlern in Hochrechnungen und andere Probleme, partielle Steuerpflicht, die Schlusssteuerzahlung, die nicht einberechnet ist und solche Dinge mehr, die üblicherweise verschwiegen werden. Das stimmt, da gibt es wirklich desolate, mangelnde Qualität. Die meisten Marktteilnehmer sind gewerbliche Unternehmen und weder zur Steuer- und zur Rechtsberatung befugt. Was schreiben Sie? Offene pauschalodierte Unterstützungskasse sind auf dem Markt nicht weit verbreitet. Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt zwischenzeitlich genügend. Entschließt sich ein Unternehmer dazu, die betriebliche Alterssorgung über eine pauschalodierte Unterstützungskasse durchzuführen, wird es in der Regel gezwungen sein, eine eigene Unterstützungskasse zu gründen. Nein, ich denke, das ist die absolute Ausnahme. Die Gruppenunterstützungskasse ist immer die Regel. Selbst bei Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern empfehlen wir die Gruppenunterstützungskasse, weil einfach hinter der partiellen Steuerpflicht bei Erwachsenenkasse einfach Vorteile sein können, nie ein Nachteil sein kann diesbezüglich und es einfach Sinn macht. Und dann warnen Sie einfach, in diesem Fall ist die Verwaltung, Durchführung der Kapitalanlage etc. durch das Unternehmen selbst zu managen. Dies funktioniert meist nicht ohne Unterstützung von fachkundigen Experten. Da haben Sie wieder absolut recht, also das sind Ausführungen, da kann ich den Versicherern recht geben. Es braucht fachkundige Experten, es braucht vor allem Experten, die dazu befugt sind, Steuerberater, Rechtsanwälte, Arbeitsrechtler und sonstige Zivilrechtler. Und meine Stellungnahme darauf war ganz einfach. Der Unternehmer braucht selbstverständlich keine eigene Unterstützungskasse, gründenfalls Verwalter der Reihe von Gruppenunterstützungskasse, Kassen mit weit mehr als 1500 Unternehmen. Die Einrichtung erfolgt professionell durch die VS Rechtsanwälte Steuerberater GbR. Dies kommt der Arbeitsrecht, dies kommt das Steuerrecht und letztendlich auch die Haftung dafür übernimmt. Für das Thema Kapitalanlagen gibt es im Markt entsprechende Spezialisten. Da hat VS nie etwas zu tun. Auch dazu gibt es zur Kapitalanlage Videos im Netz. VS empfiehlt ja immer Vermögensverwalter, entsprechende Spezialisten nach Wahl des Unternehmens. Aber sinnvoller und ertragreicher ist regelmäßig eine Entschuldung und eine Investition im eigenen Unternehmen, zumindest partiell und parallel zur Kapitalanlage. Und damit bedanke ich mich und wünsche viel Spaß mit den nächsten Lehrvideos.